Im dritten und letzten Teil der Vorlesung gucken wir uns an, was es für Werkzeuge gibt. Und es gibt nicht nur Werkzeuge, sondern auch Umgebungen. Und wie können uns diese Werkzeuge, diese Werkzeugunterstützung, wie kann uns das helfen in der Softwaretechnik? Das heißt, im Wesentlichen beim Entwickeln von Software, aber natürlich auch im weitesten Sinne in anderen Bereichen. Das heißt, beim Erstellen von Anforderungen, beim Testen von Softwaresystemen und Ähnlichem. Der Überblick bietet sich heute in der Vorlesung an, weil die Programmierung, die Implementierung sicherlich der Teil ist, der am stärksten auf Software, auf Werkzeuge angewiesen ist. Und dazu eine kurze Definition. A tool is an application that supports a particular activity. Und das ist natürlich relativ allgemein und es muss aber auch so allgemein sein, weil ein Werkzeug in der Softwarewelt, in Softwaretechnik, ist eben nur irgendeine Anwendung, die uns bei einer bestimmten Aktivität unterstützt. Und das ist so allgemein, weil es einfach eine breite Palette gibt von Werkzeugen und die uns auf ganz unterschiedliche Weise unterstützen. Ja, durch manche werden wir schneller, durch andere machen wir weniger Fehler, durch wieder andere werden bestimmte Aufgaben überhaupt erst möglich. Da gibt es sozusagen eine breite Palette und deswegen sehr allgemeine Bezeichnung. Jetzt gibt es aber nicht nur einzelne Werkzeuge, sondern auch Umgebungen. An environment is a collection of related tools. Das heißt, solche Umgebungen, was meinen wir damit? Eine Umgebung, ein Environment, ist eine Menge von solchen Werkzeugen. Das heißt, eine ganze Menge Werkzeuge zusammen bilden eine Programmierumgebung, mit der ich sozusagen arbeiten kann und wo diese verschiedenen Werkzeuge irgendwie zusammenwirken. Ja, also wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, aber wenn ich programmiere, brauche ich einen Texteditor, in dem ich was tippen kann und ich brauche einen Compiler, der das übersetzt. Und beides zusammen mit sehr wahrscheinlich noch ein paar anderen Werkzeugen kann zusammen eine solche Programmierumgebung sein. Tools and environments aim at automating some of the activities that are involved in software engineering. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass eben mit diesen Werkzeugen wollen wir im Wesentlichen Sachen automatisieren. Und das ist nicht anders als in anderen Bereichen, dass ich einen Akkuschrauber habe, um Schrauben schneller reindrehen zu können oder Löcher zu bohren. Und genauso ist es hier, dass wir eben schneller entwickeln wollen, dadurch, dass wir eine Variable umbenennen können und die an allen Stellen, wo sie aufgerufen wird, ebenfalls automatisch mit umbenannt wird. The generic term for this field of study is computer-aided software engineering. Und damit kommen wir zu der Überschrift, kurz auch als CASE abgekürzt, computer-aided software engineering, also die computergestützte Softwaretechnik, das computergestützte Entwickeln von Software. Das ist übrigens ein Begriff, computer-aided, computergestützt, den wir in ganz vielen Bereichen wiederfinden. Und natürlich ist das heute irgendwie gar nicht mehr denkbar, dass wir irgendwas machen ohne Computerunterstützung. Das heißt, im Wesentlichen ist das der Standardfall, den wir irgendwie haben. Und in der Softwaretechnik natürlich ganz besonders, weil die großen Systeme, die wir da bauen, die können wir anders gar nicht mehr erzeugen. Ja, das war mal wieder ein XKCD-Comic mit musikalischer Untermalung von den Bleeding Eardrums. Es gibt in diesem Comic eine ganze Menge Wahrheiten, auch wenn das natürlich sehr überspitzt dargestellt ist. Welche Werkzeuge man verwendet, welche Programmiersprachen, ist tatsächlich für viele Entwickler eine Glaubensfrage. Das liest man auch in vielen Büchern der Softwaretechnik immer wieder, dass das schwierig ist, auch Entwickler von neuen Programmiersprachen oder neuen Werkzeugen zu unterstützen. Und so gibt es natürlich eine Reihe von Texteditoren, die alle mehr oder weniger mächtig sind. Und jetzt muss man sich allerdings kritisch fragen, ist das trotzdem immer irgendwie der beste Weg? Ja? Bloß weil es ein spezielles Kommando gibt, was über einen unglaublich komplexen Weg, nämlich den Flügelschlag von einem Schmetterling,
dafür sorgt, dass sich ein Bit auf meiner Festplatte ändert, ob das wirklich der effizienteste Programmierweg ist. Ja, wenn wir eine Umbenennung nennen, denken, dann brauche ich dafür wahrscheinlich schon Hunderte oder Tausende von Flügelschlägen, um das zu realisieren. Und dann habe ich die Variable nur an einer Stelle umbenannt. Und das ist tatsächlich ein Problem von vielen diesen Editoren, ja, warum man früher in diesen Editoren viel programmiert hat und es heute eigentlich nur noch ein paar gibt, die diesem Glauben noch verfallen sind oder die damit tatsächlich noch effizienter programmieren können. Und damit kommen wir auch zu einer kleinen Übersicht von Werkzeugen, die eingesetzt werden, die wir brauchen für verschiedene Techniken, verschiedene Aktionen in der Softwaretechnik. Da gibt es die Editoren, hier war jetzt die Liste von Emacs, Vim, Ed und das Cat war eigentlich eher ein Witz von dem XKCD, was eigentlich nur eine Anzeigeprogramm ist, mit dem man aber auch über Umwege programmieren könnte. Aber wir haben natürlich nicht nur das Programmieren, sondern wir haben auch, wir wollen Anforderungen schreiben. Ja? Und das könnte man prinzipiell mit Word, weil Word dann immerhin schon mal Rechtschreibfehler und grammatikalische Fehler findet, was auch nachweislich einen negativen Effekt hat auf Anforderungen. Das heißt, wir haben Editoren und da unterscheiden wir zwischen textuellen Editoren, also wo wir wirklich Text tippen, und grafischen Editoren. Natürlich brauchen wir grafische Editoren. Wir haben hier in der Vorlesung, habe ich viele UML-Diagramme einfach per Hand gezeichnet, weil das auch das ist, was ihr jetzt primär lernen sollt. Ihr sollt in der Lage sein, per Hand an einem Whiteboard oder auch in der Klausur ein UML-Diagramm zu zeichnen. Einige haben allerdings auch schon Werkzeuge ausprobiert, zum Beispiel für die Abgaben. Das heißt, ihr seid da schon vertraut. Aber natürlich kann man UML-Diagramm auch mit PowerPoint malen oder ähnlichen Werkzeugen. Und jetzt mag das für euch vielleicht jetzt erstmal irgendwie weit hergeholt klingen. Allerdings ist es so, in der Praxis sind Word, Excel, PowerPoint bei vielen Leuten in der Industrie installiert. Und das, was installiert ist, das wird auch genutzt. Und so kommt es auch, dass eben viele Softwareentwurf tatsächlich auch in PowerPoint passiert, dass viele Anforderungen in Word geschrieben werden. Und das sollte man durchaus nicht unterschätzen, dass so Standardwerkzeuge, mit denen man grafisch was editieren kann oder auch textuell, dass die eben auch viel Einsatz finden bei der Softwareentwicklung. Muss nicht immer das beste Werkzeug sein. Wir haben auch in der ersten Teil der Vorlesung über andere Werkzeuge gesprochen, nämlich über Assembler, Compiler, Interpreter, die einen Quelltext hernehmen und den in eine Zielsprache überführen oder den in einzelne Anweisungen überführen wie der Interpreter und die eben zur Maschine schicken. Es gibt noch viele weitere Werkzeuge, ein paar habt ihr auch schon eingesetzt, nämlich hat Dennis da eine schöne Einführung gegeben in Versionsverwaltung, in Git, wie ihr selber eure praktischen Aufgaben abgeben könnt. In dieser Vorlesung ist es an sich, wäre das auch noch ein wichtiges Thema, aber wir werden uns diesem Thema nochmal separat widmen. Es wird eine komplette Vorlesung geben über Versionskontrollsysteme und der Oberbegriff dafür, das werden wir dann auch sehen, warum das so ist, ist Configuration Management. Das heißt, wann immer wir irgendwie mehrere Versionen von der Software haben oder von irgendwelchen Dokumenten, die wir entwickeln im Rahmen der Softwareentwicklung, dann wollen wir die irgendwie versionieren und da gibt es eben Git als dezentrales Werkzeug, was im Moment das weit verbreitetste ist, aber auch ältere wie SVN, was zentral ist und durch Git mehr oder weniger abgelöst wurde und CVS, was durch SVN mehr oder weniger abgelöst wurde. Was wir auch schon gesehen haben in der Vorlesung, sind sogenannte Issue-Tracker oder Tracking-Werkzeuge, die erlauben uns zu sehen, welche Anforderungen haben wir vor, an dem System umzusetzen. Das haben wir uns bei der Corona-Warn-App zum Beispiel angesehen. Und man kann damit tracken, wurden die schon angefangen, zu wann sollen die fertig sein, soll das überhaupt gemacht werden. Dann kann es da eine Diskussion geben darüber, über diese Anforderungen. Und für das alles gibt es natürlich auch wieder Werkzeuge, weil da muss man sich keine E-Mails für hin und her schicken, die dann vielleicht andere Leute, die auch Zugriff darauf brauchen, nicht haben. Dann gibt es Werkzeuge zur Navigation im Quelltext. Das habt ihr vielleicht jetzt schon irgendwie ein bisschen gesehen, als ich in dem Video mal so hin und her navigiert bin oder was umbenannt habe. Es gibt allerdings auch viele weitere Werkzeuge und da werden wir in den nächsten Vorlesungen noch einiges kennenlernen, um Testfälle überhaupt erstmal festzulegen. Ja, das können textuelle Testfälle sein, das können aber Textfälle sein,
die ich dann tatsächlich automatisiert ausführen kann. Ich möchte vielleicht Testfälle generieren, automatisiert, das werden wir uns auch angucken. Ich möchte die ausführen, ich möchte da irgendwie ein Reporting haben, dass ich nachher mitkriege, diese Teile von deiner Software hast du gut getestet und diese nicht so gut. Und dann gibt es noch viele andere Werkzeuge, wo ich den Quelltext irgendwie analysieren möchte, wo ich den Quelltext irgendwie modernisieren möchte. Zum Beispiel auch Reverse Engineering wäre sowas wie, ich habe meinen Quelltext, ja, ich habe euch diesen Taschenrechner geschrieben und ihr nutzt ein Werkzeug und das erstellt euch daraus einen Klassendiagramm. Ja, sowas ist manchmal sinnvoll, weil man einfach aus einem bestehenden Quelltext nochmal die Struktur verstehen will oder die Struktur vielleicht gar nicht mehr aktuell ist, die man sich mal aufgestellt hat. Aber auch sowas wie Projektmanagement, da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen. Und jetzt ist der interessante Punkt, dass heutzutage man eigentlich selten mit diesen einzelnen Werkzeugen implementiert und deswegen auch sozusagen sowas wie Emacs, Vim, Add oder Word, wird sowieso nicht für Programmierung, aber dass einzelne Werkzeuge meist gar nicht verwendet werden, sondern integrierte Werkzeuge. Und hier kommt auch wieder dieser Begriff Environment, Umgebung auf. Es ist eine Entwicklungsumgebung, eine integrierte Entwicklungsumgebung, kurz IDE, Integrated Development Environment. Die Idee ist, die ganzen Werkzeuge, die ich brauche zum Entwickeln, die verschmelzen alle in einem Werkzeug und ich muss nicht immer wechseln zwischen verschiedenen Programmen und Anwendungen, wenn ich irgendwas anderes machen will, sondern die funktionieren alle zusammen in dem gleichen Kontext. Und da habt ihr mit Sicherheit schon Sachen ausprobiert, sowas wie IntelliJ oder Eclipse. Und die vier bekanntesten oder populärsten IDEs zurzeit sind Eclipse, IntelliJ, Android und Visual Studio. Auch jetzt wollen wir nochmal gucken in die praktische Entwicklung. Und zwar haben wir ja bisher, irgendwie im ersten Teil haben wir den Taschenrechner gesehen, im zweiten Teil haben wir den Code verbessert, aber wir haben eigentlich noch nichts implementiert. Und jetzt im dritten Teil seht ihr auch nochmal ein bisschen Werkzeugunterstützung in Aktion. Und auch noch einen besonderen Fall, nämlich wann macht es vielleicht Sinn, irgendwie abstrakte Klassen zu erstellen? Wann macht es vielleicht Sinn, über Code-Duplikate nachzudenken, wo man einfach Sachen nicht einfach kopieren möchte? Und das am Beispiel von einem neuen Button, nämlich der Subtraktion, unserem Taschenrechner. Viel Spaß beim Video. Gut, jetzt haben wir eine Reihe von Sachen vor, die wir daran ändern wollen. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich wirklich mal was Neues implementieren. Ja? Bisher haben wir nur den Code verbessert. Was wir machen wollen, ist, wir wollen jetzt auch noch Werte subtrahieren können. Hat jemand eine Idee, was wir dafür machen sollten? Gut, legen wir eine neue Klasse an. Wie nennen wir die? Was war der Vorschlag? Gut, nennen wir sie Subtract. Da haben wir sie. Ja, und die Klasse soll wahrscheinlich relativ ähnlich aussehen wie das Add. Ne? Das heißt, wir machen das jetzt mal wie folgt. Wir gucken, kopieren uns das, fügen das hier ein und gucken, was wir alles ändern müssen. Naja, im Konstruktor haben wir hier Subtract stehen. Wenn wir das ausgeben, muss da Minus stehen. Wir wollen den Wert hier auch abziehen. Und ansonsten kann aber der Rest so bleiben. Gut. Was müssen wir für die GUI machen? Gut, dann machen wir das. Also für diejenigen, die programmieren können und denken, das ist jetzt alles super einfach, wir kommen gleich auf den Punkt, sozusagen, warum wir das hier alles machen. Gut, Minus soll da draufstehen. Subtract. Gut, das heißt, kann das jetzt starten und das geht, oder müssen wir noch was machen? Probieren wir es aus. Wir haben was Wichtiges vergessen bei dem Refactoring. Eigentlich wollte ich noch darauf hinaus, dass wir das Package umbenennen sollten, ja, weil man im Package-Namen nur kleine Buchstaben nimmt. Das heißt, das machen wir jetzt einfach mal noch mit. Und Karl ist vielleicht nicht ganz eindeutig, ob das jetzt Calculator oder Kalender meint. Das heißt, wir schreiben einfach Calculator hin. Gut, jetzt können wir es nämlich auch ausführen in dem richtigen Package. Irgendwie hat sich hier noch nichts getan. Was müssen wir also noch machen?
Dann fügen wir den hier einfach mal dazu. Müssen wir noch was machen? Ja? Das macht tatsächlich dieses Layout hier. Die sind einfach alle untereinander. Das heißt, da müssen wir nichts weitermachen. Können wir auch immer ausprobieren. Ne? Also, Regulator. Da ist er. Man könnte jetzt das netter anordnen. Das sparen wir uns jetzt mal. Das ist jetzt nicht so wichtig für das, was wir uns angucken wollen. Gut, aber ich kann nur mit dem Button noch drücken, da passiert nichts. Ne? Das heißt, da müssen wir irgendwie noch was machen. Gut, und zwar müssen wir da auch noch sagen, was bei dem, wenn man den Button drückt, was da passieren soll. Und wenn wir das jetzt ausführen, wird der Button aber noch das gleiche machen wie der Add-Button. Das heißt, wir müssen jetzt mal noch reingucken, was hier passiert an der Stelle. Und gibt es einen Vorschlag, was, wie wir jetzt diese Methode ändern können, sodass sie eben mal auf den Add-Button und mal auf den Subtract-Button reagieren kann. Also was macht die Methode? Die holt sich quasi den Wert aus dem Feld raus. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Wir nehmen den alten Wert, rechnen den aus und dann müssen wir irgendwie einen neuen Wert erzeugen. Das heißt, irgendwie diese Zeile muss hier anders werden. Ne? So, und das muss jetzt passieren unter einer Bedingung, nämlich, dass wir den richtigen Button haben. Ich muss mal gucken, ob ich mich da jetzt noch dran erinnere. So, get source. Ich glaube, so müsste das gehen. Wir können jetzt erstmal gucken, ob die Methode sollte jetzt alles zurücksetzen, aber nichts ausrechnen, keinen neuen Wert sozusagen ausrechnen. Das können wir mal kurz ausprobieren, ob das so stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt 1 plus 2 rechne, habe ich das da unten stehen. Wenn ich jetzt davon 3 abziehe, passiert einfach nichts. Das ist jetzt aber gewollt. Wir müssen uns jetzt nämlich noch darum kümmern, was machen wir denn jetzt in dem Else-Fall, also wenn wir bei dem anderen Button sind. Und jetzt haben wir irgendwie ein Problem, weil im einfachsten Fall könnten wir ja sagen, naja, ich schreibe jetzt hier natürlich nicht add rein, sondern ich schreibe subtract rein an der Stelle. Warum gefällt ihm das nicht? Genau. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ich könnte jetzt sagen, ich füge eine Addition und eine Subtraktion ein und eins setze ich immer auf null und überall habe ich Unterscheidungen, was jetzt eigentlich gerade der Fall ist. Aber irgendwie ist das ungünstig, weil es bläht den ganzen Code auf. Das heißt, was wir eigentlich bloß machen wollen, wir wollen sagen, na, ich habe hier an der Stelle eine Operation und die Operation kann ein Add oder kann ein Subtract sein. Ja, und das ist der richtige Vorschlag, was wir jetzt machen wollen. Wir fügen nämlich eine gemeinsame Klasse, Oberklasse für Add und Subtract ein. Gut, wie machen wir das? Das heißt, wir fügen hier eine neue Klasse ein. Die Klasse heißt zum Beispiel Operation. Das heißt, glaube ich, hatte mir was anderes überlegt. Wir nennen die einfach mal Expression. Und das kann eben eine Add-Expression sein oder eine Subtract-Expression. Was brauchen wir auf der? Na, wir brauchen irgendwie diese Methoden hier. Ja? Ich brauche für String, die haben wir sowieso bei jedem Objekt. Ich brauche aber auch Evaluate und Compute. Das brauchen wir als Methoden, aber dieses Evaluate, das können wir noch gar nicht, berechnen an der Stelle. Und was können wir machen, wenn wir noch gar nicht sagen können, wie das berechnet werden soll? Wie würden wir damit umgehen an der Stelle? Okay, genau. Public. Gut, aber das gefällt ihm irgendwie immer noch nicht. Was müssen wir noch machen? Genau. Also, das Abstract bei der Methode heißt, und jetzt ist er glücklich, zumindest für diesen Teil, das bei der Methode heißt, ich muss keine Implementierung angeben und das bei der Klasse heißt, ich kann davon keine Instanz bilden. Ja, also wir können nirgendwo New Expression schreiben, ist aber so gedacht, weil dann wäre diese Methode Evaluate nicht definiert. Gut, soweit so gut. Jetzt müssen wir auch noch sagen, das wird jetzt noch nicht funktionieren, wir können es ausprobieren. Wir würden ja an der Stelle jetzt irgendwie Expression hinschreiben wollen. Ja. Und das hier benennen wir vielleicht um von Addition auf Expression.
Aber das funktioniert immer noch nicht. Ja? Jetzt haben wir sogar noch mehr Fehler drin, weil Add, Subtract noch nicht vom Typ Expression sind. Was können wir dafür machen? Oder was müssen wir dafür machen? Genau, das müssen wir noch machen. So. Genau, das brauchen wir hier. Und das brauchen wir beim Subtract. Oh, das sieht nicht gut aus. Sehr schön. Unsere ganzen Fehler sind weg. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sehen, aber fällt jemandem noch eine Verbesserung ein bei den Klassen? Wir haben jetzt Subtract mit diesen Methoden, wir haben Add mit diesen Methoden und Expression. Also erstmal vielleicht vorher noch eine Frage, warum habe ich jetzt in Expression die ToString-Methode nicht drin? Die bringt Object schon mit, ne? Die könnte ich jetzt hier auch angeben und sagen, die ist abstrakt, aber das müssen wir nicht machen, ne? Gut, aber was ist denn mit dieser Methode hier? Brauchen wir die in allen drei Klassen? Genau, die erben. Vollkommen richtig, genau. Die erben die einfach, ne? Das heißt, wir können die hier rausnehmen und sparen uns damit auch duplizierten Code gleich wieder. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ändern will, wie das gleiche Zeichen aussieht, dann muss ich das nur noch an einer Stelle machen und das nicht für jede Klasse einzeln machen. Gut, und jetzt sehen wir auch, warum vielleicht diese Evaluate-Methode sinnvoll ist, wenn sie auch tatsächlich einmal nur ein Minus und einmal ein Plus berechnet. Ja? Warum wir das nicht einzeln im Code haben wollen, weil wir haben jetzt eine Abstraktion davon. Ja? Wir rufen irgendwo Evaluate auf und es passiert eben was Unterschiedliches, je nachdem, was ich für eine Unterklasse habe. Gut, jetzt bin ich selber ein bisschen gespannt, ob wir das jetzt schon geschafft haben. Gucken wir mal nach. So, das Plus scheint zu funktionieren. Das Minus scheint auch zu funktionieren. Ja, und wie jede Aktion oder jedes Video immer nur ein paar Sachen beleuchten kann, natürlich habt ihr nicht alle Formen der Werkzeugunterstützung gesehen. Ihr habt hier jetzt auch nur Eclipse und nur Java gesehen und ich habe natürlich auch jetzt keine Schnittstellen oder Ähnliches gezeigt, sondern einfach nur mal eine abstrakte Klasse. Aber ihr habt vielleicht dadurch ein bisschen verstanden, was so passiert beim Programmieren und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass ihr das mal, immer da mal über die Schulter geguckt habt und tatsächlich war das auch eine schöne Erfahrung im Hörsaal sozusagen zusammen daran zu programmieren. Ich hoffe, dass das bald auch wieder möglich ist, dass ich das wirklich mit den Studis zusammen machen kann. Das macht auch mir mehr Spaß. Gut, im letzten Teil haben wir uns angesehen, wie Werkzeugunterstützung helfen kann. Ja, und es gibt im Wesentlichen wollen wir Sachen automatisieren, wir wollen sie schneller machen, wir wollen sie kostengünstiger machen, vielleicht auch weniger Fehler. Und wir haben eine Unterscheidung getroffen zwischen Werkzeugen, Umgebungen und integrierten Entwicklungsumgebungen. Und das ist erschreckend, wie wenig man in den meisten Software-Technikbüchern dazu findet. In einem Buch ist das allerdings sehr ausführlich, ein ganzes Kapitel dazu. Das ist hier angegeben als Quelle, das heißt, da könnt ihr gerne reingucken. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, also ich lade euch ein, nehmt einfach die IDE, die ihr sowieso auf dem Rechner habt, mit der ihr euch schon auskennt und probiert mal aus, mit der das Code-Formatting automatisiert zu machen, mal was umzubenennen, vielleicht sogar noch mehr irgendwie rumzuprobieren, vielleicht Sachen, die ihr jetzt in dem Video gesehen habt, aber selber noch nie ausprobiert habt, weil ich glaube, das bleibt einfach besser hängen bei euch, wenn ihr das selber mal gemacht habt. Ihr könnt dazu den Quelltext nehmen, den ich euch online hingestellt habe, ihr könnt aber auch einen beliebigen anderen Quelltext nehmen oder euch selber mal ein kleines Programm dazu entwickeln. Viel Spaß dabei. Und damit sind wir am Ende von der heutigen Vorlesung zum Thema Implementierung. Und beim nächsten Mal werden wir auf das Beispiel nochmal aufbauen. Wir werden nämlich das Beispiel versuchen, noch besser erweiterbar zu machen. Wir werden sehen, dass das zwar als simple Implementierung irgendwie schon funktioniert, aber wir werden da nochmal ein paar Entwurfsmuster sehen, die sehr wichtig sind für die Entwicklung. Und das nächste Mal verspreche ich, gibt es nicht wieder bloß ein herbstliches Bild, sondern das nächste Mal wird es ein weihnachtliches Bild geben. So ein kleiner Teaser schon mal an der Stelle. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.